Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Recore. Ach ja. So, wir haben ja letztes Mal, glaube ich, doch feststellen müssen, dass wir irgendwie noch nicht stark genug für Vector sind. Das heißt, wir werden auch, weil wir definitiv noch mehr benötigen, uns damit jetzt beschäftigen, ein paar Relikte noch zu bergen, also in der Form, dass wir ein paar Dungeons machen. Ist auch ganz interessant gewesen, also zumindest ganz lustig, fand ich jetzt. Dann müssen wir mal gucken, ja, Schnellreise. Ist okay, ist okay. Was haben wir hier für einen? Level 25. Level 10. Montageanlage, das hört sich gut an. Zwei prismatische Kristalle, Lebensenergie gibt es wieder. Jetzt muss ich nur überlegen, wie kommen wir denn da hin? Wo war das denn? Von hier aus, ne? Ja, doch, ich erinnere mich. Da konnte man ja dann nur langklettern, wenn man Sass dabei hatte. Das ist ja cool, wir haben Sass. Und ich glaube, Sass habe ich auch noch ausgerüstet. Und ich sage noch öfters Sass und dann fällt mir ein, dass Seth Rogen ja jemand ist, den man kennt. Bin ich zumindest der Meinung. Ja, ich muss mal gucken. Ich habe jetzt schon gesehen bei Twitter und so, dass einige aus, die ich kenne, mit denen ich ab und zu schreibe, oder mit manch einem auch des Öfteren, dass die schon Dr. Strange gesehen haben. Sieht recht interessant aus. Und steht auf jeden Fall auch auf meiner Muss-ich-mal-ansehen-Liste. Ah, das sind so viele Filme noch, die ich noch gucken muss. Und ich habe eigentlich gar keine Zeit, ins Kino zu gehen. Auch ehrlich gesagt wenig Lust. Wobei ja natürlich sich manche Filme echt lohnen würden. Aber ich finde das zu Hause irgendwie immer entspannter. Also ich leih mir die dann lieber hier irgendwie online aus, wenn es da die Möglichkeit gibt, so wie sie dann verfügbar sind. Oder kaufe sie mir dann und schaue sie mir lieber zu Hause an. Mit der guten Surround-Anlage geht das auch. Klar, es ist nicht dasselbe Gefühl wie im Kino. Irgendwann muss ich auch mal, aber dann will ich wieder ein richtig großes Kino gehen. Wobei ich in Einbeck die Kinos auch mal ausprobieren möchte, die hier sind. Die sind ja auch ganz okay. So, da haben wir Seth. Genau, den brauchen wir ja. Ätzendes Mistvieh. So. Genau, gucken wir mal. Ja, da oben war ja, glaube ich, nichts mehr. Genau, aber da hinten ging es ja noch irgendwie ganz hoch und da waren ja noch Sachen, ne? Da sehen wir es ja zum Bleistift. Was haben wir da? Da hinten musste ich, glaube ich, lang, ne? Da hinten fängt es an. Er muss gucken, dass ich halt richtig rumlaufe. Naja, dass man das richtig macht. Wenn man das falsch macht, hat man nichts dabei gewonnen. Dann darf Sass gleich mal zeigen, was er kann. Halt! Halt, Sass! Sass! Andere Richtung. Ha! Geil. Nein! Okay, ich hoffe, das ist jetzt gespeichert, dass wir die Lebensenergie noch haben. Hada! Er hat... Nein! Was ist denn hier los? Warum will er denn nicht... Wahrscheinlich, weil ich nicht hingeguckt habe. Das nervt mich so sehr. Ich könnte durchdrehen, das Pad gegen Sass schmeißen. Oder Sass gegen das Pad. Oder Flugkäse. Ja. So. Ist das übel. Nein, da war es eben. Boah. Ei, das tat weh. Das tat richtig weh. Aber wir kommen da wieder hoch. Bin ich zumindest der Meinung. Üble Stelle. Richtig üble Stelle. Aber mit einem Flugbot würden wir da auch rüberkommen, ne? Also brauchen wir eigentlich Sass und einen Flugbot.
Okay. Das schaffen wir. Dann holen wir uns den. Ja, ich denke auch, das ist die bessere Wahl. Und dann holen wir uns die ganzen Kisten und alles da oben. Sehr okay, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich muss jetzt den ganzen Weg zurücklatschen. Ich habe keine Zeit dafür. Sorry, Leute. Ich verhaue euch ein andermal. Jupp. Kommt schon ein bisschen die rockigere Japano-Musik. Yeah. Erinnert mich so ein bisschen an Western-Spiel manchmal, ne? Na gut, so durch das Wüsten-Setting, vielleicht auch so vom Ambiente her. So, Assassin Duncan. Genau, Dankeschön. Kann ich es mir einfacher machen. Und schwebe dann zum Beispiel gleich einfach mal hier links rüber. Was war hier gerade? Irgendwas hat hier gerade diesen Sound gemacht von wegen Kiste. Hier ist auf halber Höhe. Sehr komisch. Oder? Ja, schon so ein bisschen. Guck mal, da oben ist auch was, aber da komme ich so nicht hin. Gucken. So, wir müssen jetzt erstmal darüber. Genau. So. Dann hierauf. Dann gucken, dass wir noch ein bisschen höher kommen. Von dort aus dann halt rüberfliegen. Kann ich. Mal kurz gucken, wenn ich von hier aus. Werde ich das nicht schaffen, ne? Ah, doch, hat geklappt. Sehr schön. Schnell, komm, gib ihm, gib ihm. Oh. Okay, hier schon mal eine Kiste. Sehr schön. Okay. Schwierig. Ich hoffe, das lohnt sich alles hier, den ganzen Aufwand, den wir betreiben. Muss denn sowas immer sein? Die können sich kein einziges Mal benehmen. So, nächste Kiste. Wahrscheinlich ist das hier so ein komplettes Set, was wir dann hier bekommen können. Ein Set für Seth. Ich weiß, da bescheuert. So, das wäre das. Da oben haben wir eine Plattform, um zu dem da zu kommen. Okay, jetzt muss ich nochmal schauen hier. Ist sonst eigentlich, glaube ich, nichts weiter. Aber von hier aus könnte man darüber gleiten. Gut, das machen wir später. Nee, es ist zu früh gewesen. Ach, da ist. Das ist sogar ein prismatischer Kristall. Ja, wie geil ist das denn? Hammerhart. Das ist okay. Schnieke. Sehr geil. Haben wir schon mal einen mehr. Haben wir, glaube ich, jetzt 22 oder so? Ja, oh Mensch, die haben richtig aufgepasst hier. Sehr schön. Endlich mal, würde jetzt der eine oder andere sagen, ne? So, dann holen wir uns die ganzen Sachen. Hier war alles weg. Ja, ich glaube, ne? So, jetzt gilt es eigentlich nur noch, das da hinten zu bekommen. Und das müssten wir von hier aus kriegen. Ah, sehr schön. Gleiten wir da einfach rüber. Wunderbärchenhaft. Also es ist ein bisschen doof, dass man nicht landen kann. Also man kann nur wirklich links, rechts steuern. Ne? Das ist schade. Und hier? Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut.
So, das wäre erledigt. Jetzt ist natürlich die Sache, wo ist hier dieser Dungeon? Ach, der ist da oben. Stimmt. Ah, ich erinnere mich. Aber nicht schlimm. Gar nicht schlimm. Immerhin haben wir jetzt hier auch einen prismatischen Kristall, Lebensenergie und alles. Und gerade die Lebensenergie finde ich fast noch wichtiger. Jetzt erstmal zumindest beim Kampf gegen Viktor ist das echt lebensnotwendig, das dann da mitzunehmen, weil wir haben ja gesehen, wie viel Schaden er anrichtet. Und spätestens, wenn seine großen Bodyguard-Roboter kommen, dann ist echt schwierig, ne? Da muss man wirklich zusehen, dass man genug Lebensenergie hat. Weil wegrennen kannst du nicht immer. Wenn er diese Attacken macht und nah rankommt, dann ist es oft schon zu spät. Also man hat da wenig Chancen, aber es gibt sie. Und ich habe, glaube ich, auch nicht so viel Lebensenergie gehabt und es trotzdem geschafft. Also von daher bin ich da eigentlich guter Dinge. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich hier hochkomme. Das habe ich fast vergessen. Da oben ist auch noch was. Guck mal. Das könnte man von da hinten schaffen. Ah, da hinten ist es auch. Ah. Dann holen wir uns doch die Kiste auch noch. Sehr schön. Oh. Ich könnte es mir natürlich einfach machen, wenn ich Cess nehme, aber hey. Wer mag schon einfach? Einfach ist ja auch zu einfach. Jetzt muss ich hier echt. Ah, die Kiste. Hört man immer noch. Oh. So. Gucken wir mal, dass wir da hinkommen.